Gewinner des Innovationspreises Berlin-Brandenburg 2014. Big Image Systems Deutschland. Infinitus besteht aus drei Teilen. Aus dieser Ausrichtanlage, aus der Druckmaschine, die 12 Meter breit ist, und aus der speziellen Tinte, die wir entwickelt haben, um farbbrillante Bilder auf Baumwolle drucken zu können. Die Voraussetzung, dass wir drucken können, ist, dass wir den Stoff vorher gerade ziehen können. Der Stoff wird in diese Maschine eingeführt. Hier links und rechts sind Greifer, die den Stoff in die Lage ziehen, in die Breite, die wir haben wollen. Eine Kamera da oben. Auf der anderen Seite ist auch eine Kamera, die dem Stoff entlang fährt und guckt, wie krumm ist der Faden. Dann wird der Faden durch diese Walzen hier gebremst oder vorgezogen, um da einen fadengeraden Stoff zu erreichen. Dieser Stoff wird dann auf große Racks aufgerollt, die dann an die Druckmaschine gefahren werden und dann über die Trommel gedruckt werden und dann nach und nach hinter der Maschine auch wieder aufgerollt werden können. Wir können mit dem Einzug der digitalen Bildtechnik jetzt naturgetreu drucken. Es gibt jede Menge Maschinen auf dem Markt, die drucken aber nur 5 Meter breit. Es gibt Stoffe im Theater, die 12 Meter breit sind. Und die können wir jetzt nahtlos bedrucken. 12 Meter breit, 50 bis 60 Meter lang, aufgrund der Größe der Ballen.